Ecke Wall. Und vorher darf ich noch die Damen und Herren, die auf unserer Besuchergalerie Platz genommen haben, begrüßen. Es sind die Schülerinnen und Schüler des Kevenhöhler-Gymnasiums in Linz unter der Leitung von Herrn Professor Hubert Tischler. Herzlich willkommen bei uns im Oberösterreichischen Landtag. Herr Kollege Kerneder, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dieser Polemik kann ich nichts anfangen, weil die Sozialpolitik viel wichtigere Punkte zu diskutieren wäre, sie hierher zu stellen und zu sagen, Parteipolitik außen vor lassen und davor 5 Minuten darüber zu reden, wie da Konfliktlinien innerhalb der SPÖ sind oder nicht und das auch köstlich auszuschlachten, halte ich für polemisch. Es ginge ja um viel Wichtigeres. Es ginge um viel Wichtigeres. Stellt sich eine Pflegerin vor, die in Oberösterreich arbeitet, sie hat ein Mitarbeitergespräch, sie versteht sich mit ihrem Chef gut und ist froher Hoffnung. Und ihr Arbeitgeber sagt ihr bei diesem Mitarbeitergespräch, wir haben einen Mitarbeiterschwerpunkt. Und deshalb ist uns das Einkommen unserer Mitarbeiterinnen auch sehr wichtig. Wir werden bei den nächsten Lohnverhandlungen darauf Rücksicht nehmen. Und die Pflegerin freut sich, geht nach Hause, sagt, ich mache meinen Job gern, ich bin so froh, dass ich einen Chef habe, der das würdigt und froh bin ich auch, wenn es ein paar Euro mehr gibt am Ende des Tages. Und dann kriegt sie den ersten Dienstplan Anfang Jänner und sieht zu ihrem Erstaunen, dass sie mehr arbeiten muss als im Jahr davor. Und der erste Gedanke ist, naja, das, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber gut, sie ist noch immer motiviert. Sie denkt sich, es wurde mir eine Gehaltserhöhung versprochen, passt. Und dann kriegt sie den ersten Gehaltszettel und sie verdient weniger als vorher. Diese Pflegerin geht zu ihrem Chef, fragt er, das kann sich aber jetzt nicht ausgehen, ich muss mehr arbeiten, kriege weniger als zuvor. Sie haben doch gesagt, Ihnen sind die Mitarbeiterinnen wichtig und Sie schätzen meine Arbeit und so weiter. Und der Chef sagt, ja, ich habe einen Mitarbeiterschwerpunkt, mir sind die Mitarbeiterinnen wichtig, ich schätze Ihre Arbeit. Diese Frau fühlt sich gefoppt. Völlig zu Recht. Diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, haben wir im Land Oberösterreich im Sozialbereich. Der Landeshauptmann hat sie gestern in seiner Budgetrede hergestellt und gesagt, wir haben im Land einen spürbaren sozialen Schwerpunkt. Und das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. In Oberösterreich gibt es keinen sozialen Schwerpunkt. Das Gegenteil ist der Fall. Die Budgetsteigerungen, die wir im Sozialbereich haben, sind nicht 4,3%, wenn man die Dinge, die vorher schon paktiert waren, wegrechnet. Die 400 Plätze sind in Wahrheit keine 400 Plätze, weil auch da vorher schon etwas paktiert war. Übrig bleibt ein Budgetplus von 3%, knapp 3% für die laufenden Kosten. Die werden von der Erhöhung der Gehälter aufgefressen werden. Da gibt es keinen sozialen Schwerpunkt. Den gibt es nicht. Und wenn man sich die wichtigsten Träger der sozialen Dienstleistungen anschaut, die in unserem Land eine der wichtigsten Arbeiten abliefern, dann sagen die zwischen 2010 und 2023, wenn wir in die Zukunft schauen, werden sie um einiges mehr Leistungen erbringen müssen, bei gleichzeitiger Reduzierung der Mittel um 10 bis 15%. Denen geht es wie der Pflegerin. Die stehen ja da und sagen, Entschuldigung, da sagt mir der Landeshauptmann, es gibt einen sozialen Schwerpunkt, mir ist das alles total wichtig und ich muss mehr arbeiten für 10 bis 15% weniger Geld. Die fühlen sich gefoppt. Zu Recht. Und noch schlimmer wird es, wenn wir sie die Armutsbekämpfung in Oberösterreich anschauen. Wir hatten wieder jetzt auf Bundesebene große Debatte, bedarfsorientierte Mindestsicherung, der letzte Rettungsring in dieser Gesellschaft. Schwarz-Blau hat in Oberösterreich daran hervorragend herumgeschnipselt und übrig geblieben ist nur eines, ihr habt damit alle Gerichte dieses Landes beschäftigt. Da haben zahlreiche Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter auf dem Arbeit gehabt damit, um nachher zu dem Schluss zu kommen, den die 4 Rechtsexperten da drüben im Unterausschusszimmer vorher schon hatten. Das geht sich nicht aus. Wir haben eine solidarische Bundesverfassung und wir haben eine solidarische europäische Verfassung
Und diese Gerichte sagen zu Recht, Leute, alles geht sich nicht aus. Und jetzt haben wir die Situation, das Ganze hat einen Haufen Geld gekostet, viele Leute mussten arbeiten, Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamten, die ganzen Bescheide müssen neu ausgestellt werden. Und für niemanden ist in den letzten 2 Jahren irgendetwas besser geworden in diesem Land. Das ist ja nicht Politik. Ihr seid dafür gewählt, dass ihr Dinge für die Menschen besser macht. Und nicht, dass ihr die Gerichte beschäftigt mit Gesetzen, wo vorher schon klar ist, dass sie das nicht ausgeht. Und jetzt kommt der nächste Wahnsinn. Türkisblau im Bund haben jetzt ein Mindestsicherungsrahmengesetz vorgelegt. Und da geht es wieder auf die Kinder. Es geht wieder auf die Kinder, die uns eigentlich am dringendsten brauchen. Die Kinder, deren Eltern sie die Schulfotomappe nicht leisten können. Denen wird jetzt wieder das Geld gestrichen. Und wenn ich mir den Kanzler kurz anschaue in der ZIB 2 und er ein Beispiel bringt, dann ehrlich gesagt, da bleibe ich mit offenem Mund sitzen. Weil das ist entweder grobe Unwissenheit oder vorsätzliche Böshaftigkeit. Das Beispiel geht folgendermaßen. Es gibt 2 Familien, beide 5-köpfig, beide haben 3 Kinder. Die eine Familie ist in der Mindestsicherung und die monatlichen Leistungen sind 2.500 Euro netto. 2.500 Euro hat der Herr Bundeskanzler Kurz in der Zeit im Bild 2 gesagt, all in all 2.500 Euro netto im Monat. Und dann gibt es eine zweite Familie, da arbeitet der Vater im Handel, verdient 1.600 Euro netto im Monat. Und wenn man auch alles zusammenrechnet, dann kriegen die 2.400 Euro netto im Monat. Und er stellt sich hin und sagt, das ist ein Wahnsinn. Die Familie, die gar nichts arbeitet, hat mehr als die Familie, die arbeitet. Genauso hat er es in der Zeit im Bild 2 gesagt. Und ehrlich, in diesem Vergleich findet sich eine Wahrheit und ein Skandal. Die Wahrheit ist, Kurz und seine blauen Helferlein in der Bundesregierung kürzen beiden Familien die Mindestsicherung. Warum? Diejenigen, die arbeiten, bekommen, wenn sie weniger haben als diese 2.500 Euro, die Mindestsicherung aufgestockt. Die ganzen Familien in diesem Land, die Aufstockerfamilien sind, denen wird jetzt auch die Mindestsicherung gekürzt. Das sagt der Bundeskanzler natürlich nicht. Ich weiß nicht einmal, ob er es weiß, dass er beiden Familien gerade im Ansinnen ist, die Mindestsicherung zu kürzen. Und das Spannende ist, mit ein bisschen Empathiefähigkeit müsste man wissen, dass man mit 2.500 Euro, wer 3 Kinder hat, weiß, was Kinder kosten, was Schulsachen kosten, diese ganzen Dinge. Mit 2.500 Euro, die brauchst du, wenn du 3 Kinder hast. Denen kürzt man jetzt das Geld. Beim dritten Kind auf 43 Euro, das sind nicht einmal mehr die Windeln. Jemand, der eine Ahnung davon hat, was es heißt, mit einer Familie in diesem Land zu leben, weiß, die brauchen das Geld. Und wenn jetzt sie jemand herstellt und sagt, in diesem Land gibt es einen sozialen Schwerpunkt, Herwig Mahr, dann ist das falsch. Das ist nicht soziale Politik, ganz bestimmt nicht. Ich habe gesagt, in diesem Beispiel findet sich eine Wahrheit und ein Skandal. Das Skandal in diesem Beispiel ist ja eigentlich der, dass du als alleinverdienender Vater im Handel eine Familie mit 3 Kindern nicht mehr ernähren kannst. Das geht sich nicht mehr aus. Daran müsste man politisch arbeiten. Genau daran müsste man politisch arbeiten. Die arbeitenden Menschen in diesem Land haben überhaupt nichts davon, wenn den Ärmsten die Mindestsicherung gekürzt wird. Niemand hat etwas davon, wenn den Ärmsten in diesem Land die Mindestsicherung gekürzt wird. Ich behaupte ja sogar, es ist ein Risiko, diese Form der Armutsbekämpfung ist ein Risiko für dieses Land. Österreich, habe ich euch letztes Jahr erklärt, ist das 4. sicherste Land der Welt. Falsch. Österreich ist das 3. sicherste Land der Welt in diesem Jahr. Besser sind nur Island und Neuseeland. Österreich ist somit das sicherste Binnenland der Welt. Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Und wie sind wir dahin gekommen? Soziale Sicherheit. Niemand bei uns muss sich fürchten, draußen schlafen zu müssen oder kein Essen auf den Teller zu bringen. Wenn ihr daran rüttelt, rüttelt ihr auch an der Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Dafür gibt es von uns keine Zustimmung.
das Sozialbudget muss in jedem Fall 5% erhöht werden, nicht nur für die Armutsbekämpfung, vor allem auch für die notwendige Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung. Die 400 Plätze, die eh nicht ganz ehrlich gerechnet sind, sind zu wenig. Wir haben lange Wartelisten, die müssten wir angehen. Das wäre ordentliche Sozialpolitik. Kümmert euch darum.